So Leute, ihr wisst ja, seit ich den Channel wieder ein bisschen mehr betreibe und auch wieder Booster öffne, habe ich hauptsächlich so erstmal Promo-Packs, so seltene Packs gemacht. Oh, man sieht die neue Softbox, das ist nicht so geil. Hoffentlich sieht man jetzt auch hier was. Und zwar habe ich jetzt mich mal dazu erdreistet, ein Promo-Pack zu holen. Und ja, mal gucken, was so in diesem Promo-Pack drin ist. Ich habe noch keine Ahnung, Throne of Eldraine ist halt für mich noch relativ neu und deshalb weiß ich auch gar nicht, was hier drin ist. Ohne Speise. Hä, ein Token? Ich habe so ein Ding noch nie aufgemacht, dementsprechend. Okay. Ein Token. Ah, okay, hier auf der Rückseite ist der Code. Der dürfte schon eingelöst sein bei der Zeit, wo ihr hier das seht. Dann haben wir die Priesterin der vergessenen Götter. Zwei Mana, 1-2 Opferer, zwei andere Kreaturen. Eine beliebige Anzahl an Spielern deiner Wahl verliert zwei Lebenspunkte und opfert eine Kreatur. Du erzeugst zwei Mana und bekommst eine Karte. Und du ziehst eine Karte. Ja, ist nicht so meins. Was haben wir hier? Gläserner Sarg, Ankam, wow. Zwei Mana Artefakt, wenn ein Spiel kommt, schicke eine Kreatur an, beim irgendwann mal Kosten von 3 oder weniger, die eingeht, dann kontrolliert das Exil, bis er das Spiel verlässt. Die Karte gab es schon mal, nur nicht als Artefakt, sondern als Verzauberung. Ja. Das Artwork ist so cool. Guckt euch das mal an. Das Artwork ist cool, der Rest ist so. Ja. Und dann noch schon die letzte? Echt? Wie die letzte? Feenheim Ältester, 3 Mana 0-0 Wachsamkeit. Und der hält +1/+1 für jede Farbe unter den bleibenden Karten, die man kontrolliert. Tappen, man erzeugt je eine Farbe unter den bleibenden. Erzeugt jede Farbe unter den bleibenden Karten, die du kontrollierst. Ein Mana. Der entsprechend. Ah, okay. Also man kann ja tappen für mindestens mal 2 Mana und ist mindestens 3 Mana 2-2 mit Wachsamkeit. Das ist okay, der kann 3 Mana 5-5 sein mit Tappen für 5 Mana, aber das ist echt alles? Das ist ja noch weniger als sonst. Ich meine, die Dinger sollen beim FNM ausgegeben werden. Vorher war es so, dass Top 4 was bekommen hat, jetzt bekommt Top 3 was, weil diesen Token mit dem Code, die nehme ich halt nicht ernst. Ha. Irgendwie. Ha. Ist nicht so meins. So gar nicht. Irgendwie strange. Naja, das war das für mich sehr enttäuschende normale Pro-Pack. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, am Blacksee. Ciao, ciao.